Na Leute, willkommen zurück in Lamagne. Heute widmen wir uns der Quest, dessen Namen ich einfach mal wieder nicht drauf habe. Aber es steht fest, wir müssen einen schweren Behälter bergen. Die Quest gilt für beide. Wir müssen uns einen aussuchen, wo wir den hinspenden. Und dann bekommen wir endlich eine Schlüsseltasche. Das ist übel nützlich, finde ich richtig genial. Aber dafür müssen wir natürlich ganz schön was tun, weil die Gebäude, in die wir rein müssen, sind schwer bewacht. So, kurz mal checken, weil hier ist heute das Betrieb, aber leider genau in den falschen Arealen. Denn wir müssen entweder in das hier oder in das hier. Eins von den beiden. Und da oben hinzukommen. Ja, das ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn man wie immer alles anlockt. Ne? Man fängt irgendwo eine Schießerei an. Und entweder kommen die ja von oben immer runter. Oder die von hier unten, die kommen halt hoch. War jetzt natürlich auch mutig von mir hier. Oh, die umlaufen mich. Mach auf, Mann! Oh. Schon mal ultimativ scheiße. Mann, ich. Dieses Anfangen, ne? Und ab, wenn du angefangen hast, bist du nur noch am Kämpfen. Wenn du alleine bist. Oh, den Frieden hier, ne. Ich hab was gehört. Was ist das? Sind die elektrischen Geräte halt? Okay. Lasst uns mal kurz gucken. Guck mal, die anderen sind hier vorne. Ich habe hier noch ein Magazin für eine Pistole, bei die ich nebenbei habe. Ah, ich glaube, das sind die Geräte. Das sind Leute von uns. Oh, schrecklich. Dann marschiert ihr einfach durch, Alter. Jetzt haben wir die Pistole wenigstens wieder. Ah,
Naja, hierfür brauchen wir einen Schlüssel, den haben wir nicht. Und das ist es hier, ne? Diese Stellen, viele Büsche, du weißt nicht, ob da jeder rumdümpelt. Kurz den Kollegen hier checken wegen Munition und dann nehmen wir den Berg hoch. Aha. Ja, er brauchte einfach nicht schießen, er hat einfach nur. Okay. Ich möchte natürlich auch nicht, dass mir irgendeiner die Mission macht, ne? Aber so manchmal so dieses Zusammenerleben, auch wenn er fremd ist. Aber hier war einer. Oder? Da habe ich mich gerade täuschen lassen, das wird doof. War der Blinddinger oder was? Hört man keinen mehr, außer diesen scheiß Hubschrauber. Hol mal die Waffe raus, Alter. Erst mit dem Gras ist halt kacke, ne? Der Herr braucht halt nicht sterben, ja? Die paar Kopfschüsse gerade. Ist er verreckt? Das wäre das Mindeste, Alter. Das ist nicht wahr, ne? Oh. Das ist so bescheuert, ey, wirklich. Diese Kanten, die nicht existieren. Ja, ja. Was? Das ist so krank. Geh mal auf meine Toilette, Alter. Oh. Was haben wir denn hier? In die Brust geschossen. Ich könnte das gar nicht mit einer Schere die Nadel aufnehmen und dann noch sinnvoll das zu vernähen.
Zack, okay. Wir sind wieder frisch. Ey, die haben unsere Munition verbraucht. Kacke, ey. Kommen wir jetzt wenigstens hier Nachschub an? Nee. Alle weg aus der Stadt. Nicht, dass hier gleich auch wieder neue spawnen und. Oh. Mal kurz hier den jungen Pool. Ich habe Angst, dass die jetzt hier runtergelaufen sind mittlerweile. Ja, genau. Tausche doch einfach aus. Können die erstmal mitnehmen. Es ist halt auch wahnsinnig schwierig, Gegner auszumachen, so finde ich. Manchmal, da stehen sie auf der Straße, da siehst du die über, ich fühle Kilometer hinweg. Und dann hast du so Momente, da verschmelzt sie so mit ihrer Umgebung. Das ist scheiße, ey. Die Melinda hat auch schon mal richtig lange festgesessen. Da kommt zwar keiner ruf, aber wenn du drin bist, kommst du nicht raus, weil du die Gegner von außen ja nicht siehst. Wo die sie gerade rumtouren. Erinnerst du hier hinten in der Nähe der Construction Site? Kommst aber halt nicht. Scheiße, hier komme ich hier rüber. Naja, klar. Du kommst halt nicht gescheit da oben irgendwie ran. Das ist total kacke. Jetzt ab, Mann. Der Kollege bewegt sich. Hinten laufen halt auch zwei, ne? Aber wenn ich hier jetzt schon Stress angefangen habe, möchte ich natürlich auch die Kisten da haben. Oh.
Das ist nicht gesund. Alter, habt ihr den gesehen? Hey, Alter, das ist so krass, wie die verzieht. Kommt gar nicht in den Ursprungsrückstand zurück, so. Können die einfach erstmal einstecken, oder? Die lassen wir hier. Die sehen bestimmt lustig damit aus, aber... Scheiß drauf, wenn die schützt. Oh, I'm an alien. Oh, Glock-Magazin und ein M4-Stock. Ja, die sind jetzt irre schwer. Gibt es noch billige Schmerzmittel? Die kommen noch mit. Was sagt unser Helm? 75. Aber der ist schlechter hier, ne? 2A. Hier war schon einer, jetzt schon einer aufgeräumt. Ach, diese Türen manchmal, ne? Oh, Digga. Flasche Wasser. Okay. Ne, ich glaube, hier oben war nichts. Können wir hier reinkicken? Ah, das ist er. Das ist der Behälter. Alrighty, Clyde. Ich glaube, das kann hier weg. Und der wird eingesteckt. Was ein Teil, Junge. Aber wir haben nochmal eine M700. Jetzt muss ich aber erstmal was naschen, Alter. Alter, wir sind am Maximumgewicht. Ich habe gedacht, das... Ja. Krass. Müssen wir wieder rauskriechen, doch. Egal. Mission complete, Junge. Kann man nur nicht in den Safe-Container packen? Ich habe gedacht, das muss mit jedem Item wenigstens gewährleistet sein. Krass, man kann hier gar nicht... Kann hier gar nicht rüberklettern. Kleine AK-Magazine. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche, ne? So. Ich kann ja mal eine droppen. Ich glaube, hier ist eine ganz coole Möglichkeit, sich zu nähern. Kommt man da ran? Ah, nee. Also hoch denke ich nicht. Ah, ich kann nicht mehr rennen. Okay. Oh, fuck, Alter. Das war keiner von uns. Doch, oh, Gottes Willen. Das sind Leute von uns. Nee, brauche ich die jetzt unbedingt?
wirklich 3 Kilo, Alter. Ah, die kann ich nicht anziehen, weil die Container hat. Na komm, wir bestellen uns mal ein Heli. All birds are in the air. Und die fliegen jetzt gerade hoch erst überall hin und ich kann nicht rennen. Aber warum sah denn der Kunde hier gerade so aus, als ob er zu diesen komischen Rebellen gehört, ey? So aus, als der nackten Oberkörper hat. Ich meine, klar, kannst du bestimmt oben machen, ne? Ah, ich bin froh, dass das im ersten Gebäude war. Ich wäre stark davon ausgegangen, dass wir in diesen zweiten Komplex noch laufen dürfen. Da bin ich heilfroh. Na gut. Okay, ich lege mir jetzt hier in die Reisfelder. Sorge dafür, dass sie meine Hose ein bisschen voll saugt und meinen Rucksack. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann haben wir ja, guck mal, wir haben schon Stufe 7. Mal gucken, für wen ich mir entscheide. Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Wahrscheinlich für Handshake. Und denn, ich weiß gar nicht, was losgeht, dass wir in geilere Gebiete oder weiter entfernte Gebiete aufbrechen dürfen. Aber kracht da jetzt. Okay, schönen Abend, Leute. Haut rein.